Das folgende Programm wird euch präsentiert von Stuhl 300. Man kann auf ihm sitzen. Willst du noch was sagen? Nein? Gut. Weiter geht's. Jetzt geht's los, hier ist Chili TV. Mit Spaß und Action, aber ganz genau. Denn nur wenn's richtig fetzt und kracht, haben wir unseren Job echt gut gemacht. Chili TV. Es war einer dieser Tage. Ich saß in Sams Bar und trank eine Chili-Milch nach der anderen. Aber ich sollte mich erst mal vorstellen. Ich bin Chili Scharf, Reporterin der Big City News. Die Beste, wie man sagt. Ich habe Stories geschrieben, die andere nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden. Aber seit 3 Wochen war der Wurm drin. Es wollte nichts Neues passieren. Ich brauchte aber eine neue Story. So saß ich hier in Sams Bar und spitzte meine Ohren. Denn wenn etwas in Big City passieren sollte, wusste man hier als erstes Bescheid. Du, Sam, machst du mir 2 Grappa für mich und meine Cousin Marco, hä? Ah, sehr gut, sehr gut. So, auf die Boss und die Bürgermeister. Und auf die Überraschung, die dir um 3 bereiten werden, das wird den glatt umhauen. Stupido! Ich habe dir gesagt, nicht in Öffentlichkeit reden über den Plan. Du bist so dumm, du bist so dumm. Du bist so eine Sande wie deine Mama. Du bist eine Sande, geh aus meinen Augen. Papa. Waren Mafiosi von Don Carlitos Bande. Und sie wollen dem Bürgermeister eine Überraschung bereiten, die ihn umhaut? Oh nein! Sie wollen ihn umlegen! Das ist unglaublich! Ich habe meine Story! Ich muss in mein Büro! Und zur Polizei! Ein Attentat auf den Bürgermeister. So, so. Dein Scharfsinn in allen Ehren, Scharf. Aber hast du nicht das letzte Mal auch Stein und Bein geschworen, dass Außerirdische in der Stadt gelandet sind? Das sind sie ja auch! So ein Quatsch! Hey du! Hi Frank. So, und jetzt hör mir mal gut zu. Der Bürgermeister hält heute seine große Rede und ich habe keine Lust, sie deinetwegen wieder abblasen zu lassen. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. Nahm immer größere Ausmaße an. Selbst die Polizei steckte mit den Gangstern unter einer Decke. Ich musste mir woanders Hilfe holen. Nein. Du musst. Ich leg mich nicht mit der Mafia an. Das überlasse ich Profis. Wie der Polizei oder... Detektiven? Genau. Du bist Detektiv. Mist. Ich hab den falschen Job. Briegel Busch war der beste Spurensicherer des FBI. Wenn es eine Spur am Tatort gab, konnte er sie mit Sicherheit finden. Sei sie noch so klein. Hallo Briegel, ich bin da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Machst du mit? Keine Zeit. Ich muss nämlich dieses Beweisstück hier auf Fingerabdrücke untersuchen. Es geht um einen gewissen Mulder, der sich schon seit Jahren als FBI-Agent ausgibt, in Wahrheit aber ein Außerirdischer aus dem Andromeda-Nebel ist. Und das hier ist das einzige Beweisstück, das ihn überführen könnte. Ich glaube, jetzt habe ich Zeit. Gehen wir. Das ist Informanten Ingo. Wenn jemand was von den Plänen der Mafia weiß, dann er. Aber Vorsicht, der ist allergisch gegen Polizei und Schnüffler. Ach, deswegen diese hervorragende Verkleidung. Genau, das ist die neueste Tarnung des FBI. Na dann. Entschuldigung. Aus mir kriegst du nichts raus, Schnüffler! Mist, enttarnt. Trotz der Verkleidung, jemand muss uns verpfiffen haben. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht sagen, wie ich hier zum Bahnhof komme? Aus mir kriegst du nichts raus, Schnüffler! Ingo, Essen, wo bleibst du denn? Aus mir kriegst du nichts raus, Schnüffler! Verdammt,
Es ist gleich soweit. Schnell zum Bürgermeister. Wir müssen ihn beschützen. Da, die Mafiosi. Wir müssen sie aufhalten. In den Koffern sind Gewehre. Und wie willst du das... Oh nein! So, das soll dich lehren, den Bürgermeister umlegen zu wollen. Den Trick mit dem Geigenkoffer mit Knarre drin, den kennt ja jedes Kind. Was ist denn das? Das ist Geige von meinem Boss, mit der er spielen wollte, Ständchen für die Bürgermeister. Der ist seine Cousin. Das Geld an den Polizisten, ha? Das Geld an den Polizisten? Das Geld war für die Blumen. Upsi. Ich habe Kopfschmerzen. Schaf? Ja? Wenn du noch mal eine heiße Story hast, verheimliche sie mir. Ach, ist doch alles ganz gut ausgegangen. Der Mafia-Boss ist der Cousin des Bürgermeisters. Er wollte ihn überraschen. Das ist des Rätsels Lösung. Also alles super. Wenn ein Mafia-Don mit dem Bürgermeister verwandt ist, ist eigentlich überhaupt nicht alles super. Wenigstens ist der Don nicht nachtragend. Er hat uns sogar zum Baden eingeladen. Wann geht's denn los? Wir müssen nur warten, bis die Beton trocken ist, hä? Ah, super. Mit Karrion und Überschall rasen wir jetzt quer durchs All. Taurus 2, Knecke 4, vor uns war noch niemand hier. Dahin zu gehen, wo noch niemand war. Schneid euch an, wir sind fast dahin. Zeit kurz vor 3376549. Die Bumblebee befindet sich auf einer höchst außergewöhnlichen Mission. Wir müssen alle Lebewesen vom Planeten Knecke 3 auf den Planeten Knecke 4 umsiedeln. Jetzt ist der Beamvorgang abgeschlossen und wir können die Reise mit unserer lebendigen Fracht beginnen. Ein Busch, ein Schaf, ein Brot und 1000 unbekannte Viecher an Bord eines viel zu kleinen Raumschiffes. So ein Spaß. Lieutenant Chili, ich dachte mir, Sie kümmern sich um die Pflege der Pflanzenfresser und Mr. Brot. Sie übernehmen die Pflege der Raubtiere, der Fleischfresser und der giftigen Reptilien. Was? Och nö, ich will die giftigen Reptilien. Lieutenant, das war ein Befehl. Also, sie kann wirklich meine... Mr. Brot, hier sind die Futterpläne. Achten Sie bitte auf die genaue Einhaltung. Mit den Würgeottern ist nicht zu spaßen. Die Futterpläne sind ja auf Knäckisch. Ich kann kein Knäckisch? Sie könnten es schnell lernen? Oh, ich glaube, es ist an der Zeit, die knäckianische Reisharpie zu füttern oder... Was, die Gehirnfresserspinne? Naja, Sie machen das schon, Mr. Brot. Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe der Rettungskapsel auf. Und wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf. Genauer gesagt, auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik. Gleich um die Ecke von Todesangst. Nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie. Also nur, falls Sie mich suchen. Ein echter Dönk. Ach, den würde ich ja gern mal streicheln.
Aber auf dem Käfig ist ein großes rotes Zeichen mit einem Totenkopf und einer abgerissenen Hand. Also ich würde ja lieber hier drüben. Oh, wie niedlich! Gutzi, 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 gutzi. Bitte tun Sie es zurück in den Käfig. Wir wissen doch gar nicht, ob es sich nicht gleich in ein rasendes Monster verwandeln könnte, das hier wild im Raum herumspringt, alle Käfige aufreißt und uns auffressen will. Gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, dass sowas immer mir passiert? Mr. Brot, wir müssen ihn wieder reinfangen. Ihn? Ihn und seine neuen Freunde. Achtung! Uff, das war knapp. Aber zum Glück ist ja nichts passiert. Captain, Captain, schnell, schnell, schnell! Der Knurraffe ist ausgebrochen und das Mul und Gnu möchte sich nicht von dem Dönk reiten lassen und hat deshalb aus Nervosität alles Folge. Eine Riesensauerei. Sie müssen kommen, schnell. Oh, wie unangenehm. Aber Sie sehen doch, ich bin gerade sehr beschäftigt. Hier, nehmen Sie mal den Handfaser. Sie schaffen das schon, Mr. Brot. Aber Captain, meine Arme sind viel zu kurz, um mit dem Ding richtig zu zielen. Ich bin der Falsche, um scharfe Waffen zu bedienen. Die Betäubungsfunktion ist leider defekt. Es könnte aber auch nur ein Wackler sein. Sie kriegen das schon hin. Bestimmt. Hallo? Warum ist hier alles so ruhig? Lieutenant Scharf? Ich bin hier. Ich habe einen Phaser. Ich habe einen Phaser mit Wackelkontakt. Hallo? Lieutenant Scharf? Wo sind Sie? Mr. Lieutenant Scharf, was machen Sie denn da? Und bei uns steht ein riesiger Knurrkiller und würde zerspeisen. Was? Das hört sich ja an, als hätten Sie eine nasse Socke im Mund. Und es klingt fast wie, hinter Ihnen steht ein riesiger Knurrkiller und will Sie zerstampfen. Ja, das ist ein guter... Was? Warum fallen hier eigentlich dauernd tragende Schiffsteile von der Decke? Warum passiert immer das, was ich sage? Und warum werde ich jetzt ohnmächtig? Sternzeit kurz nach 33:07:45:49. Wir haben den Planeten Knecke 4 erreicht und in letzter Sekunde alle Lebensformen auf die Oberfläche gebeamt, bevor die Bumblebee von ihnen in 1000 Stücke zerlegt worden wäre. Alle, bis auf die Alabasterschnecken, die Wurzelgimpel und die Hautzahntiger, die unser mutiger Captain noch zu Knecke 5 bringen muss. Mr. Brot, Zeit, die Knock-Knock-Stelle auszumisten. Ist klar. Schick das Brot die Drecksarbeit erledigen. Das Brot ist mit seinen viel zu kurzen Armen ja hervorragend gerüstet dafür. Bestimmt werde ich gleich auf dem ganzen Knock-Knock-Mist ausrutschen und in den Bottich mit den Brotegeln fallen.
Hilfe, 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 Hilfe! Ich bin in den Bottich mit den Brotegeln gefallen! Hilfe! Lauter Brotegel! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Was? Herr Regisseur, um was geht's denn? Vergessen! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein, 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 nein! Doch, 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 doch. Nein! Nein! Der erste Ritter bittet um eine Audienz, Eure Majestät! Danke. Er soll eintreten. Er solle eintreten! Nun, mein erster Ritter. Höre, erster Ritter, die Worte deines obersten Lehnsherrn, König Artus von den Briten und Hüter des Drachenbanners, Herr über Camelot und der Tafelrunde, Träger des Schwertes Excalibur, überreicht durch die Lady vom See. Erster Ritter, König Artus von den Briten. Danke. Nun, mein Ritter, was gibt es? Also, Eure Majestät, euer erster Ritter, Bernd der Leichtfüßige, Träger des Weißen Banners, Behüter von Camelot und Fastbezwinger der kriegerischen Mamelucken, wenn er zur selben Zeit nicht gerade seine kranke Oma besucht hätte. Danke sehr. Also, erster Ritter. Bernd der Leichtfüßige, heroischer Flüchter von 10 Schlachtfeldern und tapferer Verberger von sich selbst in einem Nachtschränkchen während der 100-tägigen Belagerung von Yale. Es war ein Wäscheschrank. Höret nun die Worte des König Artus, des großen Königs der Briten. Lauschet seinen Worten und lernt von seiner Weisheit. Und ich möchte jetzt auch die Zuschauer begrüßen, die in der Schweiz zugeschaltet haben. Also? Ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich heute Mittag die Drachenfütterung schwänzen darf. Nein. Ah, okay. Buschi. Brotig. Chili scharf. Wenn man das einfach mal so sagen darf. Sind wir drei und das ist ja wohl klar. Unsere Abenteuer sind 1A in Warum habe ich das komische Gefühl, dass der Mehlsuppenautomat mich nicht mag? Ah ja, genau. Das war's. Weißt du, Bernd, ich habe da eine neue Wachhundautomatik eingebaut, damit sich niemand ein Getränk ziehen kann, ohne vorher zu bezahlen. Busch, wir müssen nicht bezahlen. Das steht in unserem Vertrag. Ja, ja, natürlich. Aber deshalb hat's doch auch nur gebellt, Bernd. Wenn du jetzt ein Fremder gewesen wärst, dann hätte der Auto... Das will ich gar nicht wissen. Ah, hallo, Chili. Ist das für deinen Piratenstunt? Das ist nicht witzig. Ich hab Zahnschmerzen. Au. Ah, du hast Zahnschmerzen. Ha, hast du ein Glück. Ha, erst heute Morgen habe ich meinen neuen hochinvasiven Zahnextraktionsapparat fertiggestellt. Der holt nämlich den bösen Zahn raus und plups, ist alles wieder gut. Ja, gute Idee. Oh, nein, 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 keine gute Idee. Chili, du brauchst dich nicht zu bedanken. Ich hole ihn sofort, ja? Schaf, kommt dir das bekannt vor?
Unsere heutige Testkandidatin heißt Tetterete Chili das Schaf. Das ist nicht witzig. Oh, ich bin schadenfroh. Tut mir leid. Keine Angst, Chili. Es passiert nichts. Keine Angst, dir passiert bestimmt nichts. Du musst nur ganz kurz stillhalten und der Herr Doktor hier, der erledigt den Rest. Mit dem Rest hat er dich und mich gemeint. Nein, nur mich. Oh, das war vorbei und nochmal, Chili, bleib doch mal stehen, bitte. Ja, Chili, wenn du nicht stehen bleibst, dann trenn ich noch nie den Zahn, den oberen rechten oder mach die linke untere, egal, Feuer frei. Hopp, Chili, zapp. Oh, ich hab den Frisomat getroffen. Und der Frisomat hat Chili getroffen. Frisomat? Das hab ich doch schon mal irgendwo Ja klar, Bernd. Du durftest ihn doch schon mal in der Sendung testen. Naja, damit kann man alles in der Bewegung anhalten. Also sozusagen einfrieren. So wie Chili jetzt. Naja, also jetzt treffe ich sie auf jeden Fall. Aber vorher werde ich das Ding hier noch auf 1000 stellen. Dann klappt es auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Wow! Was wohl passiert wäre, wenn ich das Gerät hier auf 100.000 gestellt hätte? Weltuntergang? Ja, könnte sein. Könnte sein? Ich geh mal schnell Chili holen und ich darf den Frisomat nicht vergessen, sonst muss ich die Chili ja hierher tragen. Könnte sein. Na, das war doch toll, was? Zufrieden? Ja, war super. Obwohl, von dem Stunt selber habe ich nichts mitbekommen. Aber die Löcher in den Wänden sehen echt chili-scharf aus, ja. Wie ich diesen Zahn so perfekt getroffen habe, mit einer Präzision. Ja, und den daneben auch. Und noch einen links vorne und ganz hinten noch zwei Backenzähne. Aber die tun auf jeden Fall ganz bestimmt niemals mehr weh. Ich bin im Irrenhaus. Oh, my God.